So, Sie haben jetzt ein paar dieser Aussagen mit Tabellen bewiesen. Wir machen nochmal gemeinsam ein Beispiel. Und zwar habe ich mir hier Beispiel 2 rausgegriffen. Aus A folgt B ist äquivalent zu, aus nicht B folgt nicht A. So. Die Spalten A und B habe ich noch und jetzt beschäftige ich mich erstmal mit der ersten Teilaussage, was relativ einfach ist, weil die ja eine grundlegende Aussage ist, die ich nicht weiter herleiten muss. Also, aus A folgt B. Aus A folgt B ist dann falsch, wenn A wahr ist und B falsch, ansonsten wahr. So, das ist die Implikation. An die Implikation müssen Sie sich mit Sicherheit noch ein bisschen gewöhnen. Ganz normal. Ja? Man zweifelt immer mal wieder an sich, ob die Implikation wirklich das bedeutet, was es bedeutet, aber es ist tatsächlich so, hat exakt diese Struktur. So, jetzt muss ich aus nicht B folgt nicht A bauen, was relativ kompliziert ist, wenn man das jetzt im Kopf macht. Ja? Ich muss mir jetzt hier nicht B denken, also hier immer umgedreht, nicht A und dann noch die Implikation. Das ist schwierig. Ja, deswegen, und nicht nur deswegen, sondern auch aus einem anderen Grund, sage ich gleich warum, schreibt man sich die Teilspalten hin. Ja? Eigentlich ist ja nicht B Ort und nicht A als B, oder machen wir das gleich gerne, kann man das übernehmen? Okay, ja, Sie können jetzt auch denken, dass hier ist jetzt nicht A und das ist. Nee, was? B? Nö, A. Wieso ist A nicht B? Sie hatten gerade gesagt, A ist nicht B, oder? Aber A ist nicht B. Schauen Sie. Hier ist A gleich B. In dem Fall. Nee, das ist nicht egal. Man macht es nicht im Kopf, weil man wirklich durcheinander kommt. Insofern, man schreibt sich erstmal hin, was ist nicht A. Und nicht A ist gerade immer das Gegenteil von A, das heißt wahr, wahr, falsch, falsch. So. Und dann macht man sich noch ein nicht B. Das ist gerade das Gegenteil von B. Wahr, falsch, wahr, falsch. So. Und dann bastelt man sich ein Nicht-B impliziert Nicht-A. Immer schön Schritt für Schritt tastet man sich daran. Ja? Aus Nicht-B folgt Nicht-A ist genau dann wahr, wenn, oder ist dann falsch, wenn Nicht-B wahr ist, aber Nicht-A falsch. Dann ist diese Aussage falsch. Wenn nicht B falsch ist, wenn nicht B wahr ist, aber nicht A falsch, dann ist die Implikation falsch. Ja? Wenn nicht B wahr ist, aber nicht A falsch, dann ist die hier falsch. Und ansonsten ist die Implikation wahr. So, ja, jetzt haben Sie hier diese Spalte. Das ist aus A folgt B. Und diese Spalte, das ist aus nicht B folgt nicht A. Und Sie sehen, die sind identisch. Kann man hier so machen. Spalten sind gleich. Also bewiesen. Sie brauchen jetzt nicht mehr diese Äquivalenzspalte für die gesamte Aussage noch hinten dran bauen. Das ist eine Schreibarbeit, das ist unnötig. Ja, ich wollte Ihnen damit nur verdeutlichen, was passiert, wenn man das tun würde. Das genügt einfach zu zeigen, dass diese beiden Spalten gleich sind. Sie können natürlich auch bestimmte Schritte im Kopf machen, aber nicht zu viele. Also bitte nicht nur diese Spalte hinschreiben und dann diese Spalte und die beiden weglassen und dann zeigen, ah, die sind ja gleich. Versetzen Sie sich mal in den Fall, beispielsweise in der Klausur als Korrektor. Wir setzen sich mal in der Klausur, wenn ich die Arbeit korrigiere und ich hätte diese beiden Spalten nicht, sondern nur diese beiden. Ja, es könnte ja sein, dass Sie sich das gar nicht im Kopf überlegt haben, sondern einfach nur abgeschrieben. Ja, Sie müssen mir schon eine Herleitung dahin schreiben. Das heißt, ich muss Ihren Lösungsweg sehen. Das Wesentliche ist ja der Lösungsweg und nicht einfach das Ergebnis. Ja?
Ja? Es ist ja wichtig, dass wir A als erstes mit falsch, aber wir können ja auch falsch, da dreht sich halt alles, aber im Prinzip ist der Grundsatz gleich. Ja, ja, also wie Sie die Zeilen anordnen, ist egal. Ist völlig egal. Wenn Sie die Korrektoren ärgern möchten, dann ordnen Sie sie irgendwie an. Weil wir dann nämlich zeilenweise vergleichen müssen. Wenn Sie uns mögen und uns wohlgesonnen sind, dann machen Sie es genau so. Also es ist ja ganz einfach zu merken. Schauen Sie, wenn Sie, kann man auch mal machen, wenn man sich das falsch als eine 0 denkt und wahr als eine 1, ja, dann hat man folgende Struktur: 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Das ist gerade, ich zähle im Binärsystem nach oben. Der ein oder andere weiß jetzt vielleicht nicht, was das bedeutet. Damit beschäftigen wir uns nächste oder übernächste Woche. Okay?